Die Pet Shop Boys, zu Deutsch, die Jungs aus der Zoohandlung verzaubern seit 85 die Musikwelt. Die beiden trafen sich einst in einem Elektronikladen in London, als der eine ein Kabel für seinen neuen Synthesizer gekauft hat und dem anderen davon vorschwärmte. Und in der Tat, der Bandname kommt daher, dass Freunde der beiden damals in den 80ern in einer Zoohandlung gearbeitet haben. Von London aus haben die Pet Shop Boys die Welt erobert. Über 100 Millionen Tonträger verkauft. Sie gelten als das erfolgreichste Popduo in der Musikgeschichte von Großbritannien. They call us the Pumpkins, 'cause we love the pumpkins, and quoted the best bits, so we are the pumpkins. Sie gehören zu den erfolgreichsten Musikern. Das hat das Billboard-Magazin ermittelt. Es hat alle seine Dance-Hit-Paraden aus 4 Jahrzehnten ausgewertet. Hinter Madonna, Janet Jackson, Rihanna und Beyoncé landen die Pet Shop Boys auf Platz 5. Damit sind sie gleichzeitig das erfolgreichste Duo. Die neuen Titel The Pop Kids und Burn sind auch wieder sehr tanzbar. Ihr Album Super und die Tournee sind erfolgreich. Das liegt auch daran, dass die Pet Shop Boys immer sie selbst bleiben, dass sie sich aber nicht auf den alten Hits ausruhen. We try to make everything sound fresh. Alles soll frisch klingen, das ist das Wichtigste. Ebenso versuchen wir, das Konzept der Pet Shop Boys ein wenig zu verschieben. Obwohl diese Show sehr visuell angelegt ist, konzentriert sie sich sehr auf die Musik. Mit zusätzlichen Musikern, die wir engagiert haben. Sie spielen Keyboards und Percussion und sie singen auch mit uns. Chris spielt viel live am Keyboard. Im Vergleich zu früher gibt es in der Show also etliche andere Elemente. Tanzbares, aber auch tiefsinniges und melancholisches. Dazu die unverwechselbare Stimme von Neil Tennant. Es geht eben nicht nur um Licht und Bass, sondern um die perfekte Mischung seit jeher. Chris Lowe komponiert, die Texte schreibt Neil Tennant. Auf die Idee für das aktuelle Lied Sad Robot World kam er, als er in Wolfsburg eine Autofabrik besichtigte. Wie die Roboter in einer fast menschenleeren Halle vor sich hinarbeiten, das hatte für Neil Tennant etwas Graziöses, gleichzeitig etwas schwermütig Trauriges. Die Inspiration kann immer und überall kommen und die Pet Shop Boys erleben viel auf Tour. In Hamburg waren sie auf der Elbphilharmonie. In Mexiko haben sie sich einen Umzug angesehen. In Buenos Aires steht jedes Mal eine bestimmte Buchhandlung auf dem Ausflugsprogramm. In Buenos Aires gibt es diese außergewöhnliche Buchhandlung, ein umgebautes Theater, obwohl es ist kaum umgebaut, die Bücher stehen einfach da drin. Es wurde weltweit zur zweitschönsten Buchhandlung gewählt. Das Personal ist so freundlich, ich habe ein bisschen geplaudert. Die Bücher sind natürlich auf Spanisch, das kann ich ja nicht. Aber ich gehe trotzdem dorthin, um die Atmosphäre zu spüren und es gibt Kaffee. Wenn wir in Städten Zeit haben, gehe ich eigentlich immer in Galerien oder in Buchhandlungen. Auf ihre Begeisterung für extravagante Kostüme ist Verlass. Auch ihre Kopfbedeckungen werden wohl immer außergewöhnliche Markenzeichen bleiben.
Bis heute sind die papiernen Pointy Hats aus den Anfangstagen bekannt. Zwischenzeitlich haben die Herren allerdings aufgerüstet. Kugel und explodierte Kugel sind die Nachfolger der Disco-Kugel-Kreationen. Das ist eine Weiterentwicklung. Ich habe meinen Kopf gern komplett verhüllt, dann gibt es keine schlechten Fotos von einem. Aber guck mal, was Neil auf dem Kopf hat. Ach, dieser, ja, der ist aus der vorherigen Show. Das hatte einen Grund. Wir sehen aus wie Laurel und Hardy. Wir sehen immer wie Laurel und Hardy aus. Wie heißen die bei euch? Und hier, vielleicht hast du einen Konzertausschnitt. Da sind die Laserstrahlen abgeprallt. Das war schön. Mit den West End Girls hat es für die Pet Shop Boys in den 80ern begonnen. Viele Bands von damals gibt es längst nicht mehr, aber die Pet Shop Boys machen munter weiter. Nach der Winterpause folgen weitere Konzerte. Ein neues Album planen sie auch.